Wir haben heute den 15. August. Wir haben jetzt 17 Uhr abends und ich habe heute Morgen meinen zweiten Schwangerschaftstest gemacht. Also den letzten habe ich vorgestern gemacht. Der war negativ, beziehungsweise hat man da einfach keine Linie gesehen. Oh Gott, ich sehe total fertig aus. Und heute Morgen habe ich wieder so einen Streifentest gemacht. Also das war von meinen 10er-Pack. Und ja, ich kann euch den jetzt nicht in die Kamera halten, weil man wird auf dieser Kamera nichts sehen. Aber mit bloßem Auge sieht man da tatsächlich eine ganz, ganz, ganz zarte Linie. Und ich möchte mich aber einfach noch nicht so früh freuen. Deswegen werde ich jetzt einen digitalen Clear-Bluttest machen mit Wochenbestimmung. Ich bin super nervös. Ich bin heute ES plus 11 oder 12. Das heißt, also müsste meine Tage erst in 3 Tage bekommen. Oder zwei. 2 Tagen. Und ich mache jetzt einfach diesen Test und ja, mal sehen. So, also das ist jetzt der Clear Blue und ich tauche den jetzt einfach mal ein. Und ja, warte jetzt einfach mal noch so. Ich weiß gar nicht, wie lange man sowas machen muss. So, ich habe ihn jetzt 10 Sekunden eingetaucht und jetzt warten wir einfach mal ab. Mir ist so schlecht. Okay, jetzt geht's langsamer. Oh Gott, Leute. Mein Bauch knurrt schon. Oh Gott. Okay. Mein Gott, Leute. Nichts für schwache Nerven. Oh mein Gott. Pregnant? Pregnant? Okay, der ist auf Englisch. Was? Warum ist da noch eine Sanduhr? Was bedeutet das? Was? Was? Was ist das für ein Test? Ich muss dazu sagen, ich habe den auf eBay gekauft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt. Da steht's. Da steht's. Oh Gott. Mache jetzt romantische Stimmung für uns. Oh mein Gott, also ich sehe super fertig aus. Ne? Wir waren den ganzen Tag im Freizeitpark. Moment, ich stelle euch mal etwas hier hoch und ich schaue auch ständig in den Display. Es tut mir total leid. Also, ja, hier ist er. Da steht, dass ich schwanger bin. Da steht's. Und ihr könnt es nicht erkennen, aber es ist total egal, weil da steht schwanger. Da steht schwanger. Also, ich habe wie gesagt heute früh diesen Billigstäbchentest gemacht und auf einmal habe ich dann, also ich habe dann den Urin weggeschüttet. Ich hatte den in einem Becher und habe den dann weggeschüttet, weil ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass der Test auch wieder negativ ausfällt.
weil ich Anzeichen hatte, ich dann aber keine Anzeichen mehr hatte und deswegen war ich etwas verunsichert. Und ja. Ja, dann habe ich heute Morgen den Test gemacht und dann auf einmal ist er getrocknet. Und auf einmal habe ich die zweite Linie gesehen. Und ich habe die zwar nur ganz zart gesehen und. Oh Gott, ich werde. Ich hab so geheult, tut mir leid. Ja, und dann habe ich total geheult. Also ich habe so geheult. Und dann bin ich nach vorne ins Wohnzimmer und eigentlich wollte ich es den Klaus noch gar nicht sagen, weil ich wollte ihn an unserem Jahrestag damit überraschen, wenn das wirklich positiv ausgefallen ist. Weil wir haben am 22. unser Sechsjähriges. Aber ich konnte es einfach nicht für mich behalten. Ich habe wirklich so bitterlich geweint. Und er hat sofort gewusst, was Sache ist. Er hat sofort gesagt, du bist schwanger. Und ich so, ja. Aber wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall den noch machen. Und den habe ich jetzt mit ganz normalen Abendpipi gemacht. Und der ist jetzt schwanger. Der ist positiv. Und Leute, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Es hat jetzt sofort wieder geklappt. Und ja, also ich habe wirklich so Schweineangst. Ich habe so Schweineangst. Aber die Freude. Und diese Angst, die sind wirklich so in der Waage eigentlich. Oh Gott, da steht Pregnant drauf. 1 bis 2. Also noch cooler wäre es, wenn es deutsch wäre. Aber ich habe die Tests auf eBay gekauft. Da haben 2 Stück nur 11 Euro gekostet. Deswegen. Irgendwas musste da ja dann anders sein. Aber ist ja total egal. Schwanger ist schwanger. Egal ob Englisch oder Deutsch. Da steht schon Pregnant 1 bis 2. Oh mein Gott, Leute. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir es an, packen wir es. Daumen drücken, dass alles gut geht. Hallo Leute, wir haben 23 Uhr. Es ist immer noch der 15.8. Und ja, ich, oh Gott, wie ihr seht, ich sehe super fertig aus. Ich bin so gut wie abgeschminkt. Meine Augen sind nur total verschwommen und verwischt. Ja, ich wollte jetzt einfach mal so ein Live-Video machen, wie es mir gerade so geht. Ja, ich habe jetzt ja heute Morgen diesen Streifentest gemacht und habe da ja dann eine zweite Linie erkannt. Und die hat auch Klaus sofort erkannt. Und dann habe ich eigentlich so den ganzen Tag gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil wir dann auch in so einem Park waren. Ja, und dann habe ich mir gedacht, am Abend sollte ich vielleicht doch nochmal einen machen. Und habe mir dann aber überlegt, machst du den digitalen? Weil wenn der Streifentest dir schon eine zweite Linie zeigt, dann müsste der digitale ja eigentlich auch anzeigen. Und ja, das Video habt ihr gesehen. Also, das war ja jetzt vorne dran. Das war ja der Anfang. Und also meine Nerven, die lagen wirklich blank. Also so lange auf diese Sanduhr zu starren, es ist ja fürchterlich. Oh mein Gott. Ja, dann war ich etwas überfordert, weil es ein englischer Test ist. Jetzt nicht wegen dem Wort pregnant. Ich weiß, was das schwanger bedeutet, aber ich habe einfach auf dieses schwanger oder nicht schwanger gewartet. Naja, ist auch irgendwie ein bisschen verwirrend. Ja, und dann steht da halt wirklich schwanger, erste bis zweite Woche. Und du denkst dir, boah. Boah, eigentlich denkst du dir gar nichts, weil du denkst dir, oh mein Gott, es ist doch erst 4 Wochen her, wo du deinen Abgang hattest und jetzt testest du wieder positiv und das ist so ein krasses Gefühl, Leute. Ich kann das gar nicht in Worte beschreiben eigentlich, weil du dann nur am Heulen bist. Also so sehe ich auch aus. Du bist nur am Heulen, weil du dir denkst, und ich weiß nicht, klar, Angst. Ich weiß nicht, was überwiegt, ob es die Freude ist oder die Angst. Das ist so ein Zwiespalt. Vielleicht hält sich es auch so voll in der Waage. Ach, ich fummel schon wieder meine Haare. Vielleicht hält sich es auch so wirklich in der Waage und du denkst dir, lass bitte alles gut gehen. Ja, ich habe mich ja für den Weg entschieden, oder wir haben uns für den Weg entschlossen, wir haben uns entschlossen, den Weg zu gehen, es von Anfang an öffentlich zu machen. Und deswegen seht ihr auch heute schon das Video. Also es ist jetzt knapp eine Woche her. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir es an unserem Sechsjährigen veröffentlichen und natürlich die Familie vorher Bescheid wissen sollte.
Also zumindest die Ängsten. Genau, weil es ja schon blöd ist, wenn sie es dann über YouTube erfahren. Das will man ja dann auch nicht. Genau, also ich habe jetzt mir überlegt, dass ich es eben von Anfang an öffentlich mache. Ich bitte euch, drückt alle die Daumen, dass alles gut geht und genau. Sollte irgendwas passiert sein oder sollte was passieren, dann werdet ihr darüber informiert. Ob es wieder dazu ein Video geben wird, weiß ich nicht, aber ihr werdet es bestimmt auf Facebook oder auf Instagram mitbekommen. Ich möchte natürlich nicht so weit denken. Wir denken jetzt mal schön positiv. Aber trotzdem muss ich sowas natürlich sagen. Ja, ich für mich, also ich werde mich bestimmt wiederholen, ich werde es noch einige Male sagen, ergibt es wirklich keinen Sinn, ob man es jetzt vor der 13. Woche oder nach der 13. Woche sagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Beim ersten Kind habe ich mir noch gedacht, ja, okay, komm, sag mal es erst ab der 13. Woche. Und jetzt denke ich mir, und vielleicht hat es auch was mit meinem Abgang zu tun, jetzt denke ich mir, komm, ey, ich habe so viele Geschichten jetzt zu lesen, zu bekommen und so viele Sachen habe ich jetzt mitbekommen und ich denke mir, mein Gott, da haben Leute es veröffentlicht und also öffentlich gemacht und 2 Tage später haben sie erfahren, dass das Herzchen nicht mehr geschlagen hat oder eine Bekannte von mir hat es in der 18. Woche verloren. Eine andere Bekannte hat es noch später verloren. Also es kann immer was passieren. In diesen 40 Wochen kann einfach immer was passieren, so schlimm wie es ist. Und natürlich ist das Risiko und die Wahrscheinlichkeit größer unter der 13. Schwangerschaftswoche, dass es abgehen kann. Es ist mir vollkommen bewusst, aber ich denke mir, wieso soll ich denn nur die guten Sachen mit euch teilen? Ihr verfolgt mich jetzt, wenn es gut läuft und wenn ihr von Anfang an dabei seid, dann verfolgt ihr mich seit Ende 2012. Am 9.12. habe ich mein allererstes YouTube-Video auf dem Kanal hier hochgeladen. Das war ja mal der Miss Beauty Junkie-Kanal. Und am 11.03. habe ich ja schon von Finn erfahren. Und im April habe ich es dann hier auf dem YouTube-Kanal öffentlich gemacht. Das heißt, ihr verfolgt mich jetzt wirklich schon seit seit über 2 Jahren. Und ich denke mir, wieso sollt ihr nur die schönen Sachen mitbekommen? Schwangerschaft, Geburt, Hochzeit, tralala, alles ist toll. Nein, das Leben ist kein Ponyhof und das Leben besteht nicht nur aus tollen und to guten Sachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich von Anfang an einfach so ein, ja, Videotagebuch ist ja jetzt übertrieben, aber halt einfach von Anfang an ein Schwangerschaftsupdate. Ihr werdet von Anfang an jetzt wöchentlich erfahren, wie es mir geht und was passiert ist und was rauskommt und ob alles gut geht oder nicht. Ja, wir denken jetzt natürlich positiv und hoffen, dass alles gut geht. Ja, genau. Ja, heute ist ja der 15. und rein rechnerisch kann man ja bei mir nicht so gut sagen, aber rein rechnerisch, dann müsste eigentlich meine Periode am 17. kommen, das heißt in 2 Tagen am Montag. Ja, und jetzt habe ich ja heute schon positiv getestet. Und ja, ich werde mein allererstes Schwangerschaftsupdate von der 4. Woche, in diesem Update werde ich euch meine Anzeichen erzählen, und zwar die Frühschwangerschaftsanzeichen. Also wirklich ab ES5. Ja, ihr denkt euch jetzt, die Alte spinnt. Nein. Wenn ihr wirklich wisst, wann euer Eisprung ist, sei es mit einer App oder mit Ovulationstests, und ihr kennt euren Körper und euer Körper gibt euch Signale, was nicht jeder Körper macht, dann könnte euch das Video vielleicht helfen. Ich zum Beispiel habe extrem viel, ja, gegoogelt kann ich jetzt nicht sagen, geYouTubed. Also ich habe in der Suchleiste ganz viel gesucht. Schwangerschaftsanzeichen, Ovulationstests, Orakeln. Ich habe so viel gegoogelt oder in YouTube eingegeben. Und ich habe halt wirklich nur 2 Videos gesehen, wo wirklich 2 Mädels vor der Kamera sitzen und mir sagen, ja, ab ES plus 5 hatte ich das und das. Und ab ES plus 6 habe ich das und das gespürt. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben. Beziehungsweise habe ich mir das gemerkt und ich habe das mit meinem Aufgeschriebenen verglichen, weil ich habe mir
Punkte aufgeschrieben. So blöd wie es klingt, aber ich habe mir das jetzt einfach mal, ich habe das einfach mal gemacht. Und das ist der absolute Hammer, weil ich habe einfach fast das identisch selbe erlebt, wie sie in ihrem Video gesagt hat. Und aus diesem Grund möchte ich euch eben auch so ein Video drehen, weil ich glaube, dass es für manche ganz interessant sein kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hatte ab ES plus 7 Blähungen und ihr habt es auch, dann könnte man sicher, ja, ich will nicht, dass ihr euch umsonst Hoffnung macht, aber vielleicht denkt ihr euch, ja, das hatte ich auch oder ja, das habe ich auch. Mensch, das könnte ja wirklich geklappt haben. So meine ich das. Genau, und deswegen mache ich so ein Video. Und ja, komisches Gefühl irgendwie. Und ich muss morgen aufstehen und ich darf keinen Ovulationstest machen. Das ist auch irgendwie komisch. Also ich habe ja das Orakel geführt. Das werde ich euch auch in meinem allerersten Schwangerschaftsupdate zeigen. Es ist der Hammer. Ich habe an sowas nicht geglaubt, aber bei mir sieht es richtig gut aus. Also bei mir ist es richtig krass. Ihr seht da auch ein verdammt, also eine verdammt starke Entwicklung. Oh Gott, ich sehe so gruselig aus. Ja, okay. Dann mache ich jetzt auf diesem Weg hier Schluss. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist eine Woche, nein, ein Monat und ein Tag, nachdem ich meinen Abgang hatte, habe ich positiv getestet. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hätte gestern schon testen können. Ich hatte von der Nacht vom 13. auf den 14. ein extremes Anzeichen. Da wusste ich es eigentlich schon und wollte dann am 14. Im Kopf habe ich dann gesagt, ja komm, testest am 14. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, mache ich nicht. Weil ich da leider auf eine Beerdigung musste. Und das wäre einfach an den Tag, hätte ich das nicht mit mir vereinbaren können, wenn ich da jetzt wirklich positiv getestet hätte und dann 3 Stunden später in der Kirche stehen muss und da trauern muss. Das wäre einfach nicht gegangen. Und ja, aber es wäre genau ein Monat danach meinem Abgang gewesen, wo ich dann wahrscheinlich positiv getestet hätte. Und so kann ich jetzt sagen, es ist ein Monat und ein Tag genau später gewesen. Und ja, jetzt hoffen wir, wie gesagt, dass alles gut geht und drückt mir die Daumen. Und wenn ihr mich verfolgen wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Genau. Und genau, für all diejenigen, die es interessiert, also rein rechnerisch, ich kann ja leider nur mit meinem Eisprung rechnen, weil den weiß ich ja sicher wegen den Ovus, habe ich ausgerechnet, dass mein Entbindungstermin Ende April ist. Also am 27.04.2016. Genau. Was super crazy ist, weil meine beste Freundin am 28.04. Geburtstag hat und mein Neffe am 25.04. Und ja, wenn das Baby ein bisschen später kommt, dann könnte es sogar ein erstes Mai-Baby werden, was ich auch total schön finde irgendwie. Aber ja, darüber mache ich mir jetzt schon Gedanken, total gaga. Auf jeden Fall, ja, das interessiert euch auch. Wann ja der errechnete Entbindungstermin ist, aber der kann sich natürlich noch total oft ändern, weil im Endeffekt kommt es auf die Frauenärztin an und auf die Entwicklung. Und nochmal zum Thema Frauenarzt. Also ich sage gleich, auch wenn dieses Video hier am 22.08. online kommt, dann war ich noch nicht beim Frauenarzt und ich werde auch noch nicht gehen, denn ich warte diesmal mit Absicht, bis ich in der 7. Woche bin, weil ich einfach zu 100% ja, einfach wissen möchte, ob da eine Fruchthöhle ist oder vielleicht schon ein Herzchen schlägt. Ich möchte diesmal auf keinen Fall den Fehler machen und unter der 7. Woche bzw. unter der 6. Woche war ich ja sogar zum Frauenarzt gehen, weil es mich einfach unnötig verrückt macht. Weil wenn einfach eine Frauenärztin zu dir sagt, ich sehe keine Fruchthöhle oder ich sehe kein Baby, du drehst durch, du drehst wirklich durch, macht es nicht. Nee, lasst euch den Termin so spät wie es geht geben. So spät wie es geht geben. Geht es? Ja, war das jetzt Deutsch? Also, ich habe immer Mittwoch, Wochenwechsel. Das heißt, ich komme jetzt in 5 Tagen, nein, in 4 Tagen in die 5. Woche. Ja, in die 5. Woche, genau. Und ich hatte ja bei 5 plus 4,
genau, 5 plus 4 hatte ich schon meinen ersten Frauenarztbesuch und da hat man noch nichts gesehen. Und 6 plus 1 hatte ich ja dann meinen Abgang. Also, genau. Und diesmal möchte ich einfach später hin. Also ich habe jetzt ausgerechnet so Mitte September. So um den 14. September rum. Oder vielleicht so um meiner Schwester ihren Geburtstag rum. Die hat am 11. September. Würde ich gerne das erste Mal zum Frauenarzt gehen. Genau. Und ja. Dann hoffen, dass auch alles gut ist und dass man doch alles sieht. Und ja, auch das werdet ihr, auch darüber werde ich ein Video machen. Ja, weil wenn da jetzt natürlich rauskommt, Eileiterschwangerschaft, kann alles sein. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich gehe das Risiko mit euch zusammen, dass alles, was jetzt kommt, wir gemeinsam durchstehen müssen. Genau. Und wer darauf keine Lust hat, muss mich leider deabonnieren. Wer darauf Lust hat, kann mich gerne abonnieren und kann mich begleiten oder uns begleiten auf unserem Weg. Und ja, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit und wird eine tolle Zeit. Wir denken jetzt positiv. Es wird alles gut gehen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Und dann sehen wir uns schon ganz, ganz bald. Tschüss.